Navigator sorgt für eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit im Außendienst und verringert Kosten. Durch optimierte Arbeitspläne etwa reduziert sich der Spritverbrauch. Die Außendienstmitarbeiter verbringen weniger Zeit auf der Straße und sie haben mehr Zeit für ihre Aufträge vor Ort. Durch die optimale Route, bei der der Fahrzeugtyp, sprich der Reisemodus, berücksichtigt wird, verkleinern sich die Servicezeitfenster und dadurch steigt die Kundenzufriedenheit. Die Außendienstmitarbeiter greifen stets auf aktuelle Karten aus der Organisation zu, die über AGIS bereitgestellt werden. Die App ist ja vollständig in die Plattform integriert. Die Sprachausgabe sorgt neben mehr Komfort auch für mehr Sicherheit. Der Fahrer kann sich voll und ganz auf die Straße konzentrieren. Und wie schon gesagt, mit der App gelangen Außendienstmitarbeiter zuverlässig an ihren Einsatzort, selbst wenn sie mit ihrem Device offline sind. Der Zugriff auf die Navigationsdaten ist hier noch einmal schematisch dargestellt für ARCUS Online. Entweder werden die Daten, die mobilen Kartenpakete direkt von ARCUS Online auf das Gerät heruntergeladen oder via Sideload auf das Gerät kopiert, was natürlich Zeit spart. Das Kartenpaket beinhaltet die Navigationsdaten mit dem Straßennetzwerk für das Routing, die Geocodierungslocators für die Suche und Grundkarten für die Visualisierung. Und so sieht der Workflow aus, wenn man mit Portal for ArcGIS arbeitet und Navigator for ArcGIS. Zunächst lädt man die Navigator-Karten und das Navigator for ArcGIS-Lizenzfile von MyEsri herunter und importiert das Lizenzfile dann in das Portal mittels des Portal Administrator Directory. Und anschließend weist man dann die Lizenzen den entsprechenden Portalmitgliedern zu. Nach dem Download der Navigator-Karten von MyEsri stellt man diese an einem Speicherort bereit, auf den über Web zugegriffen werden kann, zum Beispiel ein virtuelles Verzeichnis. Anschließend müssen die Navigator-Karten noch registriert werden. Dazu führt man das Portal-Kommandozeilenwerkzeug Manage MMPKs aus. Es gibt in Portal eine vordefinierte Gruppe namens Navigator Maps. Diese Gruppe listet alle mobilen Kartenpakete von Esri auf und die einzelnen Elemente sind erst zum Download verfügbar, sobald die MMPK-Dateien lizenziert und von MyEsri heruntergeladen wurden und im Portal registriert wurden. Die von Esri bereitgestellten Kartenpakete sind mit Navigator for ArcGIS inklusive und beinhalten den Zugriff auf globale Inhalte. So lassen sich beispielsweise Pakete von Italien, von Frankreich, von Kalifornien und so weiter herunterladen. Eine weitere Möglichkeit bietet sich mit der Verwendung von benutzerdefinierten, also eigenen Daten. Hierfür sind einige Vorbereitungen erforderlich, und zwar die Berechnung eines Netzwerks, die Erstellung eines Locators und die Gestaltung der Grundkarte. Anschließend wird alles zu einem mobilen Kartenpaket geschnürt oder vielmehr gepackt. Und das alles geschieht mit ArcGIS Pro. Das sehen wir hier schematisch im Workflow, der von ArcGIS Pro 1.2 und Navigator for ArcGIS 2.0 unterstützt wird. Zunächst also erstellt man in ArcGIS Pro die Karteninhalte inklusive Locators und Netzwerk, packt dann alles zusammen zu einem mobilen Kartenpaket. Hierfür verwendet man in ArcGIS Pro das neue Geoverarbeitungswerkzeug mobiles Kartenpaket erstellen. Und anschließend lädt man das Paket in die Organisation hoch und gibt es für andere frei. Und schließlich laden Außendienstmitarbeiter die entsprechenden Pakete auf ihr Gerät, entweder von der Organisation oder sie kopieren das mobile Kartenpaket direkt über einen Sideload auf ihr Gerät. Das geht natürlich am schnellsten. Für die App ist ein Named-User erforderlich und ein Administrator muss eine Lizenz zuweisen über das Lizenzmanagement des Portal.